An Bord eines Kriegsschiffes verhandeln der Reichskanzler seit 14 Jahren Werner von Blomberg. Hitler braucht die Kontrolle über die Reichswehr. Noch ist sie nicht gleichgeschaltet, noch könnte sie ihn aufhalten. Nur diese kürzlich wiederentdeckten Fotos belegen die Gespräche. Welchen Preis verlangt Blomberg für die Allianz mit Hitler? Ist es der Kopf seines Rivalen Ernst Röhm? Der SA-Chef ist der einzige Duzfreund Hitlers. Dem hat die SA den Weg zur Macht freigeprügelt. Jetzt befiehlt Röhm über ein braunes Millionenheer und will es zur neuen Reichswehr machen. Eine Kampfansage an die Generäle. Dresden. Im Spätsommer 33 ahnt noch niemand etwas von der kommenden Machtprobe. Auch in der Hauptstadt Sachsens scheint Hitlers Machtergreifung unumstößlich. Die neuen Fahnen und die braunen Marschkolonnen beherrschen die Straße. Wie überall in Deutschland haben die Nazis auch die Dresdner Universität gesäubert, wie sie es nennen, von politischen Gegnern und von Juden. Viktor Klemperer ist Romanistikprofessor und getaufter Protestant, doch für die Nazis wegen seiner Vorfahren Jude. Als ehemaliger Soldat im Weltkrieg wurde er noch nicht entlassen. Ein Zugeständnis, das Hitler dem Reichspräsidenten Hindenburg machen musste. Doch die Nazis rufen zum Boykott seiner Vorlesung auf. In einem Tagebuch kommentiert Klemperer die Ereignisse. Befehl, den deutschen Hitlergruß zu benutzen. Ich hebe nie den Arm beim Herankommen. Wenn doch ein Verräter unter meinem halben Dutzend wäre. Nach jedem Kolleg, jeder Seminarübung habe ich Furcht. Alles, buchstäblich alles, erstirbt in Angst. Meine Hoffnung auf baldigen Umschwung schwindet. Die Straßen gestopft von SA. Jetzt eben tobte der Nürnberger Parteitag. Die Presse verhimmelt Hitler wie Gott und seine Propheten in einem. Welche Massenregie und Massenhysterie. Man sieht seine Allmacht und duckt sich. Und alles kuscht. Nur der Mann hinter Hitler kuscht nicht. Ernst Röhm, der Stabschef, wie er genannt wird. Meldet dem obersten SA-Führer 100.000 Mann SA Stahlhelm und SS zur Parade vor dem Führer angetreten. Als ehemaliger verabschiedeter Offizier war er von seinem Lebenszuschnitt sicherlich sehr unkonventionell. Es kommt hinzu seine Homosexualität, es kommen seine recht burschikosen, jovialen Umgangsformen hinzu. Aber auf der anderen Seite war er auch jemand, der über ein sehr stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein verfügte, der sich auch gerne zur Schau stellte, der gerne zeigte, wie machtvoll er war. Röhm sieht sich als der zweite Mann. Nur einen halben Schritt hinter Hitler. Röhm hatte ein gutes Verhältnis zu Hitler. Er war nicht jemand, der Hitler nur voller Bewunderung und gegenüberstand. Er war nicht geblendet von seinem Charisma, sondern er verstand ihn eher als einen politischen Partner, mit dem man sozusagen gleichberechtigt den Kurs der NSDAP festlegen konnte. Röhm geht es nicht nur um die politische Macht. Er will auch die alten bürgerlichen Eliten entmachten. Er nennt sie Spießer und Mucker. Und sieht sich selbst als Revolutionär. Keineswegs ist die Aufgabe der SA abgeschlossen. Heute handelt es sich darum, diesen SA-Geist, der Deutschland
gewandelt hat, bis in die letzten Schichten des deutschen Volkes hineinzutragen. Dann werden wir die Aufgabe erfüllen können, die uns der Führer gestellt hat. Garant der nationalsozialistischen Revolution, Garant des Sieges für immer zu sein. Röhms Traum ist der SA-Staat. Hitler spürt die Gefahr, sollten die braunen Kolonnen seiner Kontrolle entgleiten. Er will Zeit gewinnen, auch mit Rhetorik. Eine Revolution vollzieht sich in Deutschland, die sich von all den ähnlichen früheren Vorgängen solcher Art unterscheidet durch die unerhörte Disziplin und Planmäßigkeit ihrer Durchführung. Hitlers Disziplin bedeutet Terror. Seine Planmäßigkeit bedeutet Willkür. Was aber bedeutet Hitlers Revolution für die Basis seines Regimes, für die einfachen SA-Leute? Ein großer Teil von ihnen war geprägt durch jahrelange Arbeitslosigkeit. Junge Männer, die über Jahre hinweg sich in Straßenkämpfen ausgetobt hatten. Alkoholismus spielte in dieser Organisation eine große Rolle. Kurz und gut, es war recht schwierig, diese Menschen wieder in das normale Leben einzugliedern. Aber das war die Hauptrolle von Röhm, dass er sozusagen mit Hilfe dieser sogenannten zweiten Revolution diesen alten Kämpfern des Nationalsozialismus ihre verdiente Position in dem neuen Staat verschaffen würde. In Hitlers erstem Jahr hat sich die SA verzehnfacht. Deutschlands konservative Eliten sind beunruhigt. Welchen Einfluss hat Röhm auf Hitler? Kann er ihre Privilegien in Frage stellen? Auch Generalmajor Maximilian Freiherr von Weix, Kommandeur der 3. Kavalleriedivision in Weimar, ist besorgt. In seinen unveröffentlichten Notizen aus dem Jahr 1945 erinnert er sich. Während Offiziere, Beamte oder Gelehrte wegen irgendwelcher Kleinigkeiten, die dem Führer nicht passten, rücksichtslos aus ihren Stellungen entfernt wurden, genossen alte Kämpfer oft eine völlig unverständliche Nachsicht. Macht und Willkür der Gauleiter stieg immer mehr. Viktor Klemperer will am Rand von Dresden ein Haus bauen, trotz allem. Sein Freund, der jüdische Physiker Harry Dember, wurde von den Nazis aus der Universität gejagt. Bald wird er Deutschland verlassen. Er ist furchtbar verbittert, vereinsamt. Ein fast gebrochener Mann. Klemperer bleibt. Das Haus, notiert er, ist sein allerverzweifeltster Wunsch. Klemperers Hoffnungen ruhen auf Reichspräsident Hindenburg. Obwohl der alte Mann Hitler den Weg zur Macht geebnet hatte. Aber steht nicht hinter dem Feldmarschall die Armee, in der auch Klemperer sein Leben einsetzte für Deutschland? Diese Armee führt jetzt Werner von Blomberg, seit Januar 1933 Reichswehrminister. Ernannt von Hindenburg, nicht von Hitler. Blomberg war, wie Hindenburg auch, eigentlich eine Galionsfigur des alten Systems. Aber gleichzeitig war dieser General überzeugt, dass Hitler all das tun würde, was die Armee in der Weimarer Zeit schon immer erträumt hatte. Und er führte die Armee an Hitler heran. Blomberg sah in Hitler etwas, was er schon lange gesucht hatte, was nicht nur seinem persönlichen, charakterlichen Umfeld entsprang, sondern auch dem zeittypischen Umfeld. Die Suche nach einer Führerperson, nach einer Figur, die eine neue Ära beginnen ließ. Blomberg fand nun also in Hitler diese Person, diesen Führer, diesen Vertrauensträger, nach dem er sich gesehnt hatte. Hitler bietet Blomberg, wovon die Generäle der Reichswehr nur zu träumen wagten. Die Kündigung des Versailler Vertrags, der die Armee auf 100.000 Mann begrenzte und ihr nur veraltete Waffen erlaubte. Mehr noch, Hitler verspricht den Generälen Aufrüstung und die Einführung der Wehrpflicht.
Deutschland soll wieder zur Militärmacht werden. Viktor Klemperer, Soldat des Ersten Weltkriegs, hat den Sohn eines Kollegen zum Dienst in der Armee ermutigt. Jetzt ist Hans Hirche Leutnant. Von ihm erhofft sich Klemperer Informationen über die Stimmungslage. Hirche und sein Elternhaus offenbar ganz antihitlerisch. In der Reichswehr Missstimmung gegen SA. Gesinnung häufiger rechts als hitlerisch. Aber doch auch viel Nationalsozialismus, der zwangsweise gepflegt wird. Man kann nicht wissen. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit hat die Aufrüstung der Wehrmacht bereits begonnen. In Weimar soll die 3. Kavalleriedivision zur 1. deutschen Panzerdivision werden. Die zukünftigen Panzerfahrer müssen noch an Attrappen üben. Divisionskommandeur General von Weix hat seine eigenen Ansichten über die modernen Zeiten. Für mich als Kavallerieoffizier hat die Kunde, diese Division solle durch einen motorisierten Verband ersetzt werden, zunächst Schrecken und Trauer ausgelöst. Geht doch durch die Trennung vom Pferde ein gutes Stück von Romantik im Soldatenleben verloren. Verloren geht zunächst Deutschlands Wille, sich Rüstungsbeschränkungen zu unterwerfen. Nach außen sendet Hitler Friedenssignale. Ende September 1933 schickt er Propagandaminister Goebbels nach Genf zu Abrüstungsgesprächen. Dort frisst der Wolf Kreide. Der Frieden in Europa muss erhalten bleiben. Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, käme ein Krieg, er wäre das größte Unglück für die Welt. Und wie er ausgehen mag, sowohl die Sieger als die Besiegten würden nur furchtbarstes Unglück und schwerste Not dadurch ernten können. Zwei Wochen später verkündet Hitler Deutschlands Austritt aus dem Völkerbund. Er will freie Hand für die Aufrüstung. Das Volk soll zustimmen, so will es der Diktator. Hitler fährt nach Berlin-Siemensstadt. Vor wenigen Monaten noch eine Hochburg der Kommunisten. Die Botschaft: Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft mehr, den er nicht kontrolliert. In den Berliner Siemenswerken kontrolliert Goebbels die Vorbereitungen bis ins Detail. Das Regime will beweisen, dass selbst die Arbeiter jetzt hinter Hitler stehen. Goebbels notiert: Da wird die Welt ein Wunder sehen. Doch scharf aufpassen, damit keine Sabotage. Man muss sich sehr dafür hüten, diese Aufnahmen, die wir hier sehen und die sorgfältig zusammengeschnitten und ausgewählt wurden, sie einfach sozusagen als die Realität dieser Wochen und Monate zu lesen. Hitler trifft ein. Überall die Kameras der Propaganda. Eine SS-Eskorte sorgt für Sicherheit. So sieht man Hitler nur selten. Goebbels notiert zufrieden: Alles klappt. Ganze Halle überfüllt. Nur Arbeiter, stürmischer Jubel. Vor einem Jahr hätte man uns noch totgeschlagen. Wir wissen ja etwa aus den Goebbels-Tagebüchern, wie sorgfältig diese Veranstaltung vorbereitet wurde. Das war wirklich eine Inszenierung. Sie wird ins ganze Reich übertragen. Um 13 Uhr muss der Verkehr ruhen. Hitler duldet keine Störung. Familie Dember, die Nachbarn der Klemperers, besitzen ein Radiogerät. Seit einer Woche ist Professor Klemperers bester Freund, der Physiker Harry Dember, im Exil. Der Rest der Familie packt die Koffer und wird bald folgen. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, meine deutschen Arbeiter, ihr könnt nicht als den Mann sehen, der keiner Klasse angehört,